Hallo, wir sind Hands-on Technology und in diesem Video widmen wir uns dem Forschungsauftrag. Neben den Kategorien Robotik und Teamwork repräsentiert die Forschung einen der drei Werte der First Lego League. Der Forschungsauftrag orientiert sich an dem jährlich vorgegebenen Motto. Im Rahmen dieses Auftrags kann sich die Idee zur Thematik frei entfalten. Der Auftrag wird jährlich mit der Veröffentlichung der Aufgaben, dem Kickoff, bekannt gegeben. Als hilfreich hat sich erwiesen, sich zuerst auf eine bestimmte Problematik zu spezialisieren, dann eine innovative Lösung zu erforschen und diese Ideen Experten mitzuteilen, um Feedback zu bekommen. Letztendlich werden die Forschungsergebnisse am Wettbewerbstag der Fachjury präsentiert. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir, fachkundige Profis zu befragen. Je nach gewählter Thematik können das Professoren, Architekten, Ärzte oder auch Geheimagenten sein. Mit Expertenwissen und kreativer Inspiration kann ja nichts mehr schiefgehen. Nun heißt es: Aufschreiben, überdenken, forschen, überarbeiten, verwerfen und weiterforschen. Bestimmt gibt es aber nach der Recherchezeit so viel Material, um damit ein ganzes Buch zu füllen. Aber forschen heißt auch, sich auf eine Idee einigen zu können. Denn insgesamt darf die Vorstellung der Ergebnisse am Wettbewerbstag 5 Minuten lang sein. Vielleicht ist es möglich, bestimmte Aspekte mit Kostümen zu verdeutlichen. Unsere Juroren würden sich jedenfalls sehr darüber freuen, abwechslungsreiche und kreative Beiträge zu sehen. Ein Musical zeigt außerdem auch, dass ihr in der Gruppe gemeinsam daran gearbeitet habt. Der FLL-Pokal für die beste Forschung wird dem FLL-Team verliehen, das durch qualitativ hochwertige Forschung, innovative Lösungen und eine kreative Präsentation das tiefste Verständnis der verschiedenen Fachrichtungen und Aspekte zeigt, die mit dem FLL-Forschungsauftrag verbunden sind. Den Bewertungsbogen für die Forschungspräsentation könnt ihr auf unserer Homepage finden. Kommt doch mal vorbei!